glaube ich gar nicht mehr. Machen wir denn jetzt? Wo ist denn das Sonne? Auf wohin? Weiter hier. Okay, los. Mitten im Outback sind wir jetzt. Wir fahren noch gut 100 Kilometer hier. Nicht mehr ganz. Nicht mehr ganz. Ja, also insgesamt sind wir heute dann 500 irgendwas Kilometer gefahren. Nur im Outback praktisch. Rechts und links sieht man Wüste, Land, ein paar Sträucher. Und die Abstände, wo man Autos sieht, werden immer länger. Ich glaube, mittlerweile sieht man so alle Stunde mal 3-4 Autos. Das war's. Ja. Ja. Aber geil und heiß. Ja, jetzt wird es immer heißer, gell? Ja. Ja, keine Klimaanlage, keine richtige. Ja, irgendwie kommt Luft raus, aber es ist nicht kalt. Hallo liebe Leute, hier seht ihr unser Auto. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, wo ist unser Zelt? Ja? Hm. Kein Zelt. Hm. Also das baut man hier auch nirgendwo auf, kann man auch irgendwo aufbauen hier. Komisch. Aber ne? wo könnte das wohl sein? Ja? Hast du die Flasche gut aussehen? Ja. Wir sind ein bisschen voll beladen, weil wir jetzt zu unserem Zelt laufen müssen. Wir holen sie gleich. Nee, Mann. Ich kann die nicht aufheben. Dann nimm mir irgendwie hier ein Kissen oder so. Okay. Und? Ja, warte. Boah, das ist nicht schlimm. Stimmst du noch? Ja. Immer die Augen bei uns hier, aber ich hab meine Sonnenbrille auf. Ha. So, kommt mit. Wo ist unser Zelt? Sicher, dass wir hier rein müssen? Ja, ja, stimmt schon. Alles richtig. Sehr bizarr, ne?
Ja, ja. Oh, man sieht nichts mehr. Außer die Luftlöcher hier. Ja, ein bisschen Licht. Ich komme gerade nicht dran. Stuhl. Mach's Licht an. Und sie. Da ist unser Zelt. Ja. Untergrundcamping. Und zwar sind wir gerade in. Ich muss mal dahinter. Und zwar sind wir gerade in, wie heißt der Ort? Cooper Paddy. Cooper Paddy. Und das ist dafür berühmt, dass sie hier ganz viele Opale, also das habe ich ja vorher schon erklärt. Weiß ich nicht. Doch, habe ich in dem vorigen Video schon erklärt. Also dass sie hier Opalen graben und dann haben sie sich auch hier alles unterirdisch gebaut. Also es gibt natürlich auch normale oberirdische Häuser, aber früher war das so, dass sie sich unterirdisch hier Häuser gebaut haben, damit es nicht so heiß wird tagsüber. Und es ist auch morgens heiß hier. Ja, und also oben. Draußen ist es sehr heiß, ja, hier unten ist es schön kühl. Und ja, hier gibt es Untergrundcamping. Hier gibt es noch mehrere Plätze. Ja. Es gibt sogar ein paar Cabins. Die sind aber woanders. Ja, hallo. Hallo. Wir sind jetzt in Yulanga, oder? So heißt es auch. Oh, Yulanga, Mist. Auch genannt das Ayers Rock Resort. Und ja, es ist ja sowas von krank heiß. Und es ist noch nicht mal Sommer. Im Sommer wird es noch kranker, aber es ist. Ja. Es ist jetzt schon so. Es ist Frühling. Und wir haben so ca. 40 Grad. 40 Grad, aber es gibt halt dummerweise nirgendwo richtigen Schatten. Ja. Es gibt nur so kleine Bäume, die halt so ein bisschen Schatten machen. Wir sitzen jetzt hier unter der Küche in der offenen. Aber selbst hier. Davor waren wir im Pool sicher anderthalb Stunden. Ja, jetzt gehen wir gleich nochmal im Pool, die nächsten Stunden. ja, es ist abartig heiß, krank. Und ja, man merkt, dass man mitten in der Wüste ist. Und ja. Sachen angucken werden wir jetzt nicht machen heute. Also heute Abend gehen wir zum Uluru anschauen. Und morgen früh, ganz früh, mal gucken, ob wir es schaffen. Wenn die Sonne weg ist. Wenn die Sonne weg ist, wenn ganz früh gehen wir zu den Katachita. Und wie heißen sie noch? Olgas. Und ja, und schauen da mal, was wir so sehen werden. Fliegen nerven auch wieder, kommt noch dazu zu der großen Hitze hier. Und ja, aber muss man mal erlebt haben, gell? Ja. Ja, ja. So, also dann, bis dann. Was wir ganz vergessen haben zu sagen, ja, man muss hier ungefähr jede 2 Minuten was trinken, weil sonst wird der Mund ganz trocken. Also das ist ganz so komisch. Also es ist so heiß, ja. Dass man... Wir hatten 30 Liter, als wir losgefahren sind von LA, ne? Ja. Jetzt haben wir noch 6 Flaschen. Ja, so kleine, ja. Ja. Müssen wir so. Morgen mal neu kaufen. Also man muss jede 5 Minuten was trinken, weil sonst total. Überlebt man hier nicht. Echt krank. Da kommt was, schnell, füllen den Berg jetzt. Da kommt ein Berg. Berg. Wir sind jetzt beim Ayers Rock. Ayers Rock, Ulu. Uluru. Also. There it is. Hier ist der andere, der berühmte Aussichtspunkt. Wir fahren jetzt hier im Sonnenaufgang zu dem Katachita oder Orgas. 6:15 ist gerade. Ja, recht früh. Aber den Sonnenaufgang verpassen wir, glaube ich, trotzdem. Ja. Müsste jetzt schon sein, irgendwie. Ja, vielleicht sieht man es. Die Sonne hinten. Ist da hinten schon. Ja, da kommt sie. Ja, man sieht sie schon ein bisschen. Da kommt sie, die Sonne. Zabolla, da ist sie ja.
extra im Morgen fahren, nicht wegen der Sonne, also weil es schön aussieht, sondern wegen der Sonne. Weil es heiß sonst wäre. Genau. Und danach schauen wir vielleicht noch Kamele an, also eine Kamele fahren. Mal sehen, ja, wie heiß es da schon ist. Ja, wer weiß, ne? So, hier werden wir gerade von Fliegen aufgefressen. Sie haben sicher 20 Stück am Rücken. Du auch? Ich auch. Nicht zu schweigen von denen, die hier alle rumfliegen. Nerven richtig. Und lenken ein bisschen ab, wie schön sie eigentlich ist. Da gehen die Felsen immer näher zusammen. Und da weiter auseinander. Da kommen wir her. So, Wandern ist fertig. Wir wollten eigentlich einen längeren Weg gehen, aber der war zu. Aber jetzt sind wir ganz froh, dass wir den kurzen genommen haben, weil die Fliegen sind abartig nervig. Man hält es echt nicht aus. Ja, laufen hätte man locker noch weiter können, aber die Fliegen. War echt so ein Hut mit so Fliegen jetzt vorne dran. Ja, wie ein Kacke auch ist, aber. Ja, jetzt schauen wir vielleicht noch die Kamelfarm an und dann geht es in der Früh wieder. Ja. Es ist jetzt 7 Uhr morgens und es ist schon wieder abartig warm. Ja, vielleicht 7. Dann geht es in der Früh. Hier sehen wir ein Dingo. Selten gesehen hier. Im Zoo haben sie nur geschlafen. Gefährliche Tiere. Das sind Kamele, keine Kängurus. Hallo liebe Leute, wir sind jetzt in Alice Springs, gerade reingefahren, ja. Mal schauen, wo wir weiterfahren. Und hier haben wir irgendwo einen Campingplatz hier, aber ich habe keine Ahnung wo. Ich habe auch keine Ahnung wo, aber irgendwo war das schon angeschrieben. Ja. Jedenfalls hier sieht es ähnlich aus wie weiter unten beim Ayers Rock. Es ist auch noch gleich warm, finde ich. Aber es ist grüner. Ein bisschen grüner, ja. Es gibt wieder Bäume. Ja. Hallo! Hallo! Wir haben gerade eine E-Mail von unserer Versicherung bekommen und die möchten wir euch gerne mit zeigen. Ist recht witzig, ja. Die ist recht lustig. Vor allem für eine Versicherung. Film mal. Ich halte die Kamera. Sieht man's? Also, hier. Samuel, AMME wants to give you 10 chances to win 2000 Smackers Cash, Big Ones, Moolah, Clamps, Box. Enter right now. You seem to have not entered yet, but how about now? You want 2000? Yes? Then you really should enter now. Okay, how about kittens? Will kittens help? Look, kittens. Oh, okay, then I'll enter now. No, but kittens. Upside down kittens. You got me. Enter now. While you're here, look at this puppy eating ice cream. Check him out. Look! Another one! Together at last. Holy moly, enter now! Okay, look, meet Chad. I approve. Chad, nice guy. You like Chad? Chad approves cash prize. Why enter?
I approve. Because chat, I'm very much entering now. Was ist los? Okay, you've pushed me to this. I approve. Was ist los? Happy now? Thought so, enter now. Und das war's. Oh, hätten wir ruhig noch weitermachen können. Ja, aber das war ein bisschen kurz, gell? So, wir sind immer noch in Alice Springs, ja. Woche 5 ist vorbei. Ja, und wir wollten einfach mal Tschüss sagen. Genau, ja. Ja, ein bisschen verspätet hoch, ne? Aber wir haben jetzt neues Internet besorgt, sollte jetzt heute Mittag klappen. Genau, hier muss man das Internet immer so mit so Codes einlösen, naja. Ja. Auf jeden Fall, ja, jetzt ziehen wir jetzt ein cooles Ding raus, hatte. Genau, über mich wieder, ne? Das ist, hast du schon. Genau, hier, ne? Also jetzt das Schild hier, seht ihr, das bis hierhin geht's. Und da findet ihr unser letztes Video und natürlich auch noch 6. Genau. Naja, auf jeden Fall bis nächste Woche. Nächste Woche kommt das nächste Video. Und genau, wir bleiben bis Donnerstag noch jetzt in Alice Springs, also bis Donnerstag. Und dann geht's 26. 26. Und dann geht's in den November 2015. Und dann geht's hoch nach Darwin nächste Woche. Genau. Also dann, schaltet rein und nichts verpassen. Bis nächstes Mal.